Sie sind hier, 4. Dezember 2018, 17.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde die Gegend rund um das Bayerngelände zum Löwenrevier. Urheberrecht Sport 1, Stefan Kumpager, München. In einer Nacht- und Nebelaktion bekommt der FC Bayern München eine neue Adresse. Die Schilder der Säbener Straße werden mit Grünwalder Straße überklebt. Die Säbener Straße plötzlich als Löwenrevier, unbekannte Witzbolde haben dem FC Bayern eine geklebt. Die Täter, vermutlich Fans von Lokalrivale 1860 München, haben am Clubgelände des deutschen Fußballrekordmeisters mehrere Straßenschilder mit dem Schriftzug Grünwalder Straße überklebt und den großen Nachbarn geärgert. Die Münchner Polizei bestätigte auf SIT-Anfrage den Vorgang, über den zuerst die Bild-Zeitung berichtet hatte. Wir hatten dort einen Einsatz und ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, teilte ein Sprecher mit. Diese lege etwa vor, wenn an den Schildern beim Entfernen der blau-weißen Aufkleber ein Substanzverlust auftrete, twitter.com/kombat/status/10699648023725875720. Das Bayerngelände im Stadtteil Harlaching liegt nur wenige hundert Meter von dem der Löwen an der Grünwalder Straße in Giesing entfernt. Etwas weiter stadtteilwärts liegt an der Grünwalder Straße auch das legendäre 60er Stadion, das die Bayern-Fans Hermann-Gerland-Kampfbahn nennen. Einst war es Spielstätte beider Clubs, inzwischen spielen die Löwen dort 3 Liga und die zweite Mannschaft der Bayern-Regionalliga. Von Sportinformationsdienst.